Wenn Sie wollen, kann ich erst die Leiden anmelden, vor den Italien an sich heranzuschreiben. Auch das Zeichen von Willens, einmal 6 Monatskapital. Für Ihre Hilfe bei der Sache. Und für allen Stress, den Sie womöglich haben. Stress? Jemand hat versucht, mich zu töten. Nein, Mandanten sind zwar nicht involviert mit der Person, und keine Verantwortung für ihr Handeln. Sie fühlen sich jedoch durchaus und reich verpflichtet, Ihnen die Möglichkeit für ein neues Leben zu eröffnen. Natürlich nur, solange ich meine Mord hatte. Es ist der Mord auf Stage. Die Chance, alles hinter sich zu lassen. Und ist das nicht das, was Sie wollen? Geht doch.
Praxiserfahrung im Artikel 35.15 New York im Strafgesetzbuch. Im Staat New York, wie mir bekannt ist, ist mein Mandant nicht verpflichtet zu beweisen, dass sein Handeln gerechtfertigt war. Nein! Hier ist es so, dass die Staatsanwaltschaft absolut zweifelsfrei beweisen muss, dass die Verteidigung seines Lebens nicht rechtens war. Und dazu werden sie nicht mal ansatzweise in der Lage sein. Wenn diese Verhandlung zu Ende geht, wird das einzige Urteil, das sie fällen können, Freispruch sein. Mitglieder der Jury, dies ist ein wichtiger Fall. Jury freistellen lassen. Persönliche Gründe, irgendwas. Und von da an wird sie dich nie mehr wiedersehen. Die töten mich. Dann verlass meine Stadt. Heute noch. Das Gericht stimmt der Bitte zu, Jurymitglied Nummer 8 von ihrer Pflicht zu entbinden, aufgrund schwerwiegender persönlicher Umstände. Der erste Ersatzjuror übernimmt den Platz. Möchte die Verteidigung ein Schlussplädoyer halten? Ja, Euer Ehren, möchten wir.